So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Jurassic Snack und zu Jurassic Brunch. Ich kann euch sagen, für meine Vielspielerrunde in Göttingen sind diese beiden Spiele überhaupt gar nichts, aber hier in Cuxhaven gibt es einen 7-jährigen kleinen Dino-Fan, meinen Neffen Max. Die beiden Spiele hier sind auch 7 plus für genau 2 Spieler, dauern eine Viertelstunde. Ihn hat das total abgeholt, er ist gerade total im Dino-Fieber, das ist ja in dem Alter so, ich kann mich noch erinnern, bei mir und meinen Freunden war das in dem Alter auch so, dass wir Dinos total toll fanden. Und das hier habe ich mit ihm einmal gespielt. Er konnte sich danach sofort hinsetzen, das seiner Oma erklären, das auch mit der spielen. Und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das auch was für euch. Also ich kann euch jetzt eigentlich schon mal sagen, für euch wird das sehr wahrscheinlich nicht sein. Aber wenn ihr Kids in dem Alter habt, die auch total auf Dino stehen, dann ist das echt ein schickes Ding. Schauen wir mal rein. So, das ist das Spiel einmal aufgebaut. In der Grundversion soll man das in so einem Quadrat anordnen. Später kann man das auch irgendwie anders anordnen. Hauptsache, ne, die Plättchen berühren sich irgendwie alle gegenseitig. Jeder Spieler stellt ein Diplo seiner Farbe auf so ein Feld mit so einem Ei. Das heißt, jeder Spieler hat 4 Stück am Anfang. Jeder Spieler hat noch ein Diplo hier übrig. Es gibt 2 T-Rexe, die noch nicht im Spiel sind. Und jetzt, wenn man dran ist, hat man einfach 2 Aktionen und kann in der Regel ein Diplo vorbewegen oder ein T-Rex, wenn schon einer im Spiel ist. Und in der ersten Runde fängt der blaue Spieler an. Der hat nur eine Aktion. Das heißt, der könnte jetzt zum Beispiel sagen, er geht mal hier hin, guckt sich diesen Marker an. Das ist so ein Mampf-Lecker-Plättchen. Diese Blätter hier sind einfach Punkte, die wir am Ende bekommen. Das heißt, das sind 2 Punkte, die der Spieler jetzt schon mal safe hat. Aber er hat eben nur eine Aktion. Jetzt wäre dann eben Gelb dran. Und Gelb könnte sagen, er geht mit der ersten Aktion mal hier hin, deckt dieses Plättchen auf. Das ist so ein Geburtsplättchen. Das ist auch ein Punkt wert. Und er darf jetzt noch einen weiteren Dino ins Spiel bringen und kann dann sagen, mit seiner zweiten Aktion geht er auch einfach mal hier hin und darf jetzt einen T-Rex irgendwo auf dem Spielbrett verschieben, aber da noch keiner auf dem Feld ist, kann er die Aktion nicht durchführen. Das ist auch ein Punktwert am Ende trotzdem, aber weil er die Aktion nicht machen kann, darf er sich jetzt 2 Plättchen seiner Wahl geheim angucken, weiß dann eben, was da drunter ist. Ihr würdet das jetzt dann eben in dem Fall nicht sehen und dann wäre auch schon Blau dran. Und Blau könnte jetzt auch sagen, ne, guckt sich mal dieses Plättchen an. Das ist so ein Überraschungsplättchen. Jetzt wird dieser Diplo quasi von einem T-Rex gefressen. Das heißt, der Diplo kommt dann vom Spielfeld und der T-Rex kommt da stattdessen hin. Und das Plättchen ist dann eben auch 3 Punkte am Spielende wert. Aber jetzt ist auch eben ein Diplo weniger da. Also schon mal gar nicht, ja, ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann noch sehen. Aber jetzt kann dann eben auch dieser T-Rex bewegt werden. Und da der halt in gerader Linie bewegt werden kann, bis er auf irgendwas trifft, könnte jetzt dieser Spieler auch nochmal sagen, komm, er geht hier sicherheitshalber mal weg und erkundet hier und hat jetzt einfach so ein Mampf-Lecker-Plättchen gefunden, was eben auch 2 Punkte wert ist. Und dann wäre Gelb wieder dran und Gelb kann sich jetzt eben überlegen, ob man hier hin und dahin bewegt und den hier einfach aus dem Spiel nimmt oder aber sagt, er macht irgendwie was anderes. Er könnte jetzt gemein sein und sagen, er geht hier hin und dann hier hin. Wenn man die andere Version des Spiels spielt, wo Velociraptoren drin sind, dann darf man die nur einmal pro Runde bewegen. Aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich steht eine Anleitung drin, ne? Man kann das beliebig oft in jeder Konstellation machen. Das heißt, der kommt jetzt einfach raus. Wenn ein Spieler keine Diplos mehr haben sollte, ist das Spiel auch zu Ende. Aber jetzt ist der T-Rex natürlich erstmal maximal weit weg. Das heißt, Blau kann sagen, komm, er guckt mal hier, so ein Vulkanausbruch. Jetzt kommen einfach unbesehen 2 Plättchen weg. Das heißt, er könnte vielleicht mal einfach die beiden hier wegnehmen, wo der Diplo auch schnell rankommen kann und wo er den T-Rex hinbewegen kann. Die werden auch normalerweise gar nicht angeguckt, sondern kommen einfach komplett aus dem Spiel in die Schachtel. Und dann kann er mit der zweiten Aktion noch sagen, komm, er guckt sich mal dieses Plättchen an, auch wieder so ein Mampf-Lecker-Plättchen, bekommt also auch 2 Punkte am Spielende für, hat zwar ein Diplo weniger, aber schon deutlich mehr Punkte, wobei jetzt eben auch Gelb dran ist, ne? Gelb will jetzt hier vielleicht nicht so sehr grasen, sondern guckt erstmal, dass er vielleicht hier hingeht, hat jetzt auch so ein Mampf-Lecker-Plättchen gefunden, auch 2 Punkte, und dann nimmt er hier mal das Ding weg, hat da auch nochmal 2 Punkte. Dann wäre Blau wieder dran und Blau könnte auch sagen, komm, er guckt mal sich dieses Plättchen hier an. Geburt, er bekommt also ein Diplo wieder, den kann er irgendwo hinstellen, zum Beispiel hier. Und dann kann er den auch gleich losschicken und hier noch so ein Geburtsplättchen aufdecken. Das ist natürlich total random, wo was erscheint, aber na, hier kann er versuchen, den so ein bisschen zuzubauen. Dann wäre Gelb dran. Gelb wird jetzt auch erstmal sagen, er futtert hier dieses Grasplättchen, guckt sich das an, sind einfach 2 Punkte, die er safe hat. Und dann geht er hier mal von dem T-Rex weg und jetzt kann er einen T-Rex irgendwo hinbewegen. Ha, das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist, ob er das möchte. Er könnte den T-Rex jetzt einfach hier hinbewegen und dann wäre aber Blau dran. Und Blau könnte jetzt sagen, komm, ne, der geht mal hier hin und futtert den dann. Dann kommt er halt aus dem Spiel.
dann könnt ihr jetzt ihm Gelb sagen, komm, dann geht er mal hier hin und futtert den. Und dann möchte Gelb gerne hier was angucken. Hat jetzt auch wieder so ein Fleckerplättchen gefunden mit zwei Blättern drauf. Und ihr habt das Grundsätzliche, glaube ich, verstanden. Man kann so ein Diplo immer in gerader Linie bewegen, bis er irgendwo ist, wo er halt was findet und futtern kann. Oder bis er halt irgendwie an ein Hindernis stößt, weil er vielleicht hier gegenlaufen würde. Dann würde er einfach hier stehen bleiben. Ne? Andere Plättchen sind eben noch so ein T-Rex-Transportplättchen. Hier so ein Anguckplättchen, darf ich mir einfach auf einem Quadrat alle Plättchen, die noch liegen, angucken. In dem Fall wäre es halt nur eins. Das ist halt wieder das Vulkanplättchen. Und das war so im Großen und Ganzen alles, was es gibt. Also wirklich einfach nur ein Dino in gerader Linie bewegen, so ein Gras aufdecken, gucken, was drunter ist. Und am Spielende wird einfach gezählt, wer hat die meisten Blätter auf seinen Markern und wer da die meisten Punkte hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Man kann eine T-Rex-Figur hier oben reinpacken, aber da müsst ihr aufpassen. Man ist immer geneigt, die dann hier in den Füßen rauszuhebeln. Und da kann es sein, dass so ein Fuß sich mal löst und abgeht. Das würde ich also nicht machen. Ich würde die einfach alle hier unten reinwerfen. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Beziehungsweise kann man zwei einfach rausnehmen von den großen und die hier oben reinmachen. Und bei Jurassic Brunch haben wir dann schließlich so Triceratops-Figuren und auch so ein Velociraptor. Bei den Triceratopsen ist es dann so, die können andere Figuren rammen. Das heißt, wenn hier kein Feld zwischen belegt ist, dann kann er einfach hier hinlaufen. Er rammt den und darf den dann auf irgendein anderes freies Feld auf dem Spielplan stellen. Das klappt auch mit so einem Triceratops. Ne? Wenn hier jetzt überall Gras drum wäre, aber diese Linie wäre frei, dann könnte der eben auch sagen, egal wie rum der hier steht, ne? Er kann sich jetzt hierhin vorbewegen und kann den dann irgendwo hinstellen, wo er möchte, solange das Feld frei ist. Ne? Auch hier ist es so, wenn so ein Velociraptor auf den Triceratops trifft, dann kommt der erstmal aus dem Spiel und muss dann durch Geburt wieder reingebracht werden. Hier ist es aber so, diese Aktion darf man in seinem Zug nur einmal machen und nicht zweimal wie bei Jurassic Snack. Neue Plättchen hier sind zum einen das verdorbene Gras, das heißt, wenn hier ein Triceratops auf dieses verdorbene Gras trifft, dann sind das zwar drei Punkte, aber er muss sich dann eben schlafen legen und kann mit einer Aktion wieder geweckt werden, aber dann kann er halt mit der Aktion nichts anderes machen. Es gibt dann hier auch so ein Versteck. Wenn man so ein Versteck bekommt, dann kann man halt bis zu drei Plättchen darunter bunkern. Warum kann das wichtig sein? Es gibt hier diese Blume und wenn ich so eine Blume habe, kann ich die halt einem Mitspieler geben und darf dann zufällig einfach eins von seinen verdeckten Plättchen ziehen. Alles, was hier drunter ist, ist dann safe. Ansonsten, Geburt gibt es auch hier wieder, Mampflecker gibt es auch hier wieder. Es gibt auch hier wieder die Überraschung, wo dann so ein Velociraptor den Triceratops frisst. Und ansonsten ist das Spiel absolut das Gleiche. Die Marker werden hier irgendwie zufällig verteilt. Und wenn man halt dran ist, dann kann man halt seine Figur halt dementsprechend dorthin bewegen. Dann könnte der Mitspieler sagen, hier, er futtert den. Läuft also exakt so wie das andere Spiel. So, in beiden Spielen ist noch eine Anleitung drin, wie man die beiden Spiele miteinander kombinieren kann. Läuft dann relativ ähnlich. Das ist nichts, was irgendeinen Erwachsenen groß begeistern wird, aber kleine Dino-Fans auf jeden Fall schon. Ne? Bei Max kam das super gut an. Gleich nachdem ich das mit ihm gespielt habe, konnte er es der Oma perfekt erklären, danach dem Opa perfekt erklären. Wenn jetzt irgendwie ein Freund oder eine Freundin zu Besuch kommt, das auch ohne Probleme, ohne dass ein Erwachsener dabei ist, kann man das eben rausholen, seinen Freunden erklären, mit denen dann eben spielen. Wenn es mehrere sind, bis zu vier, dann eben mit beiden Versionen auch da problemlos spielbar. Auf jeden Fall eine Gaudi, einfach nur die Dinos bewegen, sich eben freuen, wenn man Punkte bekommt, ärgern, wenn man vielleicht irgendwie gefressen wird und dann kann man auch den T-Rex irgendwie gemein bewegen. Das ist schon so als Kinderfamilienspiel auf jeden Fall gut und wenn ihr jetzt das Video gesehen habt, könnt ihr, glaube ich, auch sehr gut entscheiden, ob das für euren Nachwuchs, eure Enkel, eure Neffen was sein kann oder nicht. Wenn die gerade in der Dino-Phase sind und so 6, 7, 8 Jahre alt sind, passt das, glaube ich, ganz gut. Aber das könnt ihr auf jeden Fall immer auch besser entscheiden als ich. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Spiele so grundsätzlich funktionieren, was die machen. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst. Und dann sage ich bis bald und tschüss.